Seit deiner Zusammenarbeit sind es jetzt schon über 15 Beratungsgespräche. Ja. Und alle abgeschlossen, ne? Alle abgeschlossen, so ja. So muss das sein. Und die Werbung schalte ich einen Monat und seitdem 15 Aufträge. Sehr gut. Was ist in Summe dabei rausgekommen? Ja, das waren jetzt um die 8.000 oder 9.000, ja. Ja, perfekt. Und weißt du, wie viel insgesamt du in Werbung ausgegeben hast? 200, 300. Ja, 62 Euro. Bin jetzt auf 15 Stunden Teilzeit runtergegangen durch Edmund, da ich jetzt es mir leisten kann, auch 15 Stunden Teilzeit zu arbeiten und nebenbei mit der Fotografie mein Geld verdiene. Wenn man unzufrieden mit seinem Leben ist oder wenn man sagt, ich möchte mein Leben verändern, dass man dann halt auch den Schritt wagt und den Schritt eingeht. Selbst wenn es nicht funktioniert hätte, hätte man aber die Erfahrung gehabt und hätte man dann halt gesagt, gut, ich habe es probiert. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Edmund Rätsel hier, heute nicht alleine. Mein Kunde Paul besucht uns. Hallo. Und ja, stell dich gerne mal kurz einmal vor. Ja, hallo, mein Name ist Paul. Ich bin Fotograf. Ich arbeite eigentlich in der Pflege als Krankenpfleger Vollzeit und habe jetzt angefangen, Teilzeit in der Fotografie zu arbeiten. Und ja, ich habe eine Frau. Wir wollen dieses Jahr heiraten, jetzt im April. Am 13. Und wir erwarten auch ein Kind, ein Mädchen, wird im Mai geboren. Und ja, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf und auch auf die neuen Projekte in der Fotografie. Sehr cool. Wie bist du zur Fotografie gekommen? Meine Schwester hat 2017 geheiratet. Und sie wollte unbedingt, dass ich ihre Hochzeit fotografiere und hatte dann aber auch einen professionellen Fotografen dabei. Und am Ende haben ihr meine Fotos mehr gefallen als von dem Fotografen. Und somit bin ich eigentlich reingerutscht in die Fotografie, in die Hochzeitsfotografie. Dann habe ich auch ein paar Hochzeiten von Freunden und Kumpels fotografiert. Und ja, dann habe ich mich halt auch relativ günstig auch angeboten über eBay-Kunden und musste erstmal Erfahrung sammeln, ein Portfolio aufbauen. Und dann bin ich zu dir gekommen. So muss das sein. Aber ja. Du hast ja nicht da, also hätte ich nicht gefragt, komm, lass uns mal, ich habe eine Hochzeit, shoote mal bitte bei mir. Mhm. Sondern du hast davor ja schon Berührungspunkte mit der Fotografie gehabt, dir eine Kamera geholt. Ja. Wie kam das? Also wo kam denn diese Passion, diese Leidenschaft, eine Kamera sich zu besorgen, sich da so einzuarbeiten? Das war tatsächlich die Leidenschaft von meiner Schwester ganz am Anfang. Also wir sind ja Zwillinge. Oh. Und wir sind, sie hatte ihre erste Kamera und ich habe dann ihre Kamera auch ausprobiert. Habe dann auch so erstmal so Landschaftsfotografie gemacht und auch das klassische Blumen fotografiert mit Makroobjektiven. Und durch meine Schwester bin ich eigentlich erst in die Fotografie, in das Interesse ist eigentlich erst dann geweckt worden. Okay. Ja. Wie alt wart ihr da? Ich war 16 und sie auch. Also sie hat sich einfach eine Kamera geholt, ja. Und dann hat sie damit so fotografiert und hast gesagt, ja cool, das ist eigentlich ganz, ganz schön, ja. Die Bilder. Und dann probiere ich es auch mal aus. Hast du dann ihre Kamera genommen oder hast du dann... Ich habe ihre Kamera am Anfang genommen, ja. So wie es immer ist unter Geschwistern, ne? Da borgt man sich mal ab und zu mal eine Kamera und dann irgendwann habe ich mir auch meine eigene Kamera geholt, ja. Ja, sehr cool. Du kommst ja aus Berlin. Ja. Und ihr seid da ja auch in Berlin aufgewachsen oder so ein Stadtteil, ne? Wie heißt der Stadtteil? Naja, ich bin nicht in Berlin aufgewachsen, ich bin in Neuruppin aufgewachsen, in Brandenburg und da bin ich dann mit 18 nach Berlin gezogen. Wegen der Liebe und wegen dem Job. Und in Berlin wohne ich momentan in Tegel. Ah, okay. Ja. Und da findet man mich auch. Über Google kann man mich einfach Berlin Hochzeitsfotograf Paul Harvard eingeben und da findet man mich auch. Da findet man direkt Paul, so muss das sein. Ja. Und das ist aber nicht dein Hauptjob aktuell. Nein. Da sind wir gerade dabei, das hinzuarbeiten, auch schon einen guten Schritt. Du bist ja in der Pflege. Ja. Und Vollzeit. Vollzeit in der Pflege und man hört relativ viel Negatives in der Pflege. Mhm. Eigentlich ist dieser Job, also ich bin ja, wenn es um die Pflege geht, total Laie. Ich höre nur das, was man so aus den Nachrichten hört und von anderen Leuten. Mhm. Aber so wie ich das gehört habe, ist es eigentlich eher so, dass die Leute irgendwie unterbezahlt sind. Mhm. Ist aber ein extrem an sich wichtiger Job. Sehr wichtig. Mhm. Der so systemrelevant ist. Und trotzdem werden die Leute dort so krass ausgebeutet und an sich hat dort, ich habe noch mit keinem Pfleger gesprochen, der gesagt hat, die Bedingungen sind gut. Mhm. Erstmal eine kurze Frage dazu. Was meinst du, woran liegt das? Also warum werden Leute, die eigentlich systemrelevant und gebraucht werden, so schlechten Arbeitsbedingungen entgegengestellt?
Ja, naja, in der Pflege ist es halt so, dass ich dachte, dass in der Corona-Krise wir mehr gewürdigt werden, dass dann auch die Arbeitsbedingungen besser werden. Das ist leider nicht der Fall. Man hat weiterhin einen hohen Anspruch und einen hohen Arbeitsaufwand und wenig Freizeit, sehr viele Überstunden, auch sehr viele Rufbereitschaften, die man einspringen muss. Die Tatsache, dass das System so ist, wie es ist, hängt eigentlich auch viel von den Krankenkassen ab. Also die Krankenkassen haben ihre Leistungskataloge, dass man so sagt, ja gut, 8 Minuten für ein Tablettenstellen oder 15 Minuten für eine Wundbehandlung. Und das liegt eigentlich zum größten Teil an den Krankenkassen, auch an den Verträgen, an den alten Verträgen. Und da müsste eigentlich grundsätzlich was verändert werden. Das könnte zum Beispiel jetzt in Norwegen, in Schweden, da sind ja auch solche Fälle, dass man dann halt, dass eine Fachkraft 5 Patienten hat oder 6 Patienten und dass dann halt da auch von beiden Seiten halt auch eine entspannte Arbeitsatmosphäre herrscht. Das ist hier noch leider noch nicht so der Fall. Kann aber kommen, wer weiß. Ja, Also hast ja schon gesagt, an sich hast du ja gar nicht so viele Stunden, wie du eigentlich arbeitest. Ja, genau. Bist da immer auf Bereitschaft, die wollen immer mehr von dir und du musst dich da irgendwie zeitlich einstempeln, hast du vorhin gesagt. Wie ist so ein genereller, normaler Tagesablauf eigentlich bei dir dort? Ja, der Tagesablauf, Frühdienst fängt man um 6 Uhr an, ist, wenn man gut ist, 14.30 Uhr fertig, ohne Pause, hintereinander weg. Man hat dann so 26, 27 Patienten, muss sie halt schnell versorgen und bleibt aber nicht so viel Zeit für Gespräche oder so. Und ja, wenn man Pech hat und langsam ist, braucht man halt 1 Stunde länger und dann ist man halt auch mal 9 Stunden oder 9,5 Stunden unterwegs. Ja. Krass, also ja, kann ich mich eigentlich schwer Worte zu finden, wie das da Pflege ist, aber deswegen kam ja vielleicht auch dieser Wunsch dann so langsam auf, okay, wie kann ich dann quasi auch für mich ein besseres Leben schaffen oder für meine Familie? Und da kam ja die Idee mit der Fotografie dann bei dir auf, ne? Ja, die Fotografie ist eigentlich auch von mir, vom Herzen aus, auch eine intrinsische Motivation, dass ich mich viel, viel einsetze für die Fotografie, viel Zeit investiere, nach der Arbeit auch viel, viel fotografiere und eigentlich jeden Tag an die Fotografie denke. Und das ist halt auch so ein Hobby, war ja am Anfang ein Hobby und jetzt ist es auch eine Leidenschaft. Und das möchte ich auch weiterverfolgen. Und das wäre halt für mich eine schöne, schöne Lebensphilosophie zu sagen, ich arbeite ein bisschen in der Pflege, Teilzeit und auch Fotografie, dass ich dann halt beides unter einem Hut bringe. Genau. Und das dann langfristig auch als Beruf und deinen Beruf dann gefunden auszubauen, ne? Ja, richtig. Ja, dass ich dann auch in der Fotografie vielleicht mir auch neue Ziele setze in der Zukunft. Was die Zukunft bringt, weiß ich nicht, aber ich freue mich schon sehr, sehr auf die Zukunft. Den ersten Schritt hast du ja schon getan. Du bist ja jetzt runtergegangen. Auf wie viele Stunden? Ich bin jetzt auf 15 Stunden Teilzeit runtergegangen durch Edmund. Da ich jetzt es mir leisten kann, auch 15 Stunden Teilzeit zu arbeiten und nebenbei mit der Fotografie mein Geld verdiene. Das ist schön. Und gerade auch, wenn ihr jetzt dein Kind kommt und so Zeit mit der Familie verbringt, gibt ja nichts Schöneres, sage ich mal. Ne? Ja, da möchte man auch viel Zeit mit dem Kind auch verbringen und das ist genau der richtige Weg. Klar. Was machst du generell für Aufträge? Machst du nur Hochzeiten oder noch andere? Also ich hatte vorher mich ein bisschen ausprobiert, so wie jeder Fotograf, der am Anfang ist und nicht weiß, wie er sich entscheidet, ob er nun in der Hochzeitsfotografie ist oder in der Porträtfotografie oder B2B-Bereich. Ich habe alles mal ausprobiert. Ich habe mir mal ein Fotostudio ausgeliehen für ein, 2 Wochenenden und habe dann halt Shootings gemacht, alles aufgebaut und war für mich persönlich aber nicht der richtige Weg, da ich gemerkt habe, dass die Kunden nicht immer so zuverlässig sind, wenn man die Kunden eingeladen hat und sie kommen dann auf einmal gar nicht oder auch es sehr stressig sein kann. Dann habe ich auch mal probiert Street-Fotografie, dass ich mich getraut habe, auf die Menschen zuzugehen und die Menschen anzusprechen. Ach, cool. Und das war auch für mich eine Überwindung. Ich bin sehr froh, dass ich es mal gemacht habe. Im B2B-Bereich habe ich auch mit anderen medizinischen Firmen, die Pflegehilfsmittel anbieten, auch das habe ich mal probiert. Das kann vielleicht ein Weg in die Zukunft sein. Ich möchte mich aber hauptsächlich auf die Hochzeitsfotografie konzentrieren, weil es für mich sehr wichtig ist, dass ich da auch mich da positioniere. Ne? Und wenn man eine Position hat und der Kunde weiß, der Fotograf ist spezialisiert auf eine Hochzeit, dann weiß der Kunde, dass man auch einen Profi bekommt. Und mit der Positionierung ist es so, man kann es vergleichen wie mit den Lebensmitteln, wenn man im Restaurant essen geht.
dann möchte man ja auch beim Italiener was Italienisches haben und nicht irgendwie was Thailändisches oder Chinesisches. Und oder auch bei Herstellern wie Ferrari, die möchten natürlich, man möchte ein Sportauto haben und Ferrari macht jetzt nicht extra ein Familienauto oder so. Ne? Deshalb. Und haben wir schon drüber gesprochen, dass wir dann zum Beispiel im Winter oder im Frühling, wenn dann natürlich die Hochzeitssaison, da gibt es natürlich weiter Hochzeiten, aber wenn es so ein bisschen abflacht, dann vielleicht in dem Bereich bleibt, wie zum Beispiel auch Paar-Shooting, also alles, was sich rund Liebe dreht, Paare dreht, das kann man dann weiter noch schön, sag ich mal, im Winter oder im Frühling anbieten. Das passt dann auch nochmal ganz gut. Ja, das kann man dann eigentlich so aufbauen, wenn man den Kundenkreis aufgebaut hat in der Hochzeitsfotografie, dass man dann halt den Kunden vorschlägt, zu ihnen nach Hause zu gehen und dort auch ein Studio aufzubauen, Fotowand aufzubauen und dann auch ein paar Porträt-Shootings zu machen. Oder ja, das kann man auch gerne im Winter machen. Womit schützt du aktuell deine Hochzeitsfotos? Was für Equipment nimmst du so mit? Momentan habe ich die Canon 80D. Und die neue Panasonic S5 und habe mir jetzt auch ein Gimbal besorgt, dass ich jetzt auch in die Videografie einsteigen möchte und das wird sehr, sehr spannend dieses Jahr werden. Ja, ja, sehr cool. Großes Wachstum auch an nicht nur an geschäftlich, sondern am Skill-Level, Equipment, macht natürlich auch Spaß, aber wie ich auch immer sage, Leute, erst so wie Paul Kunden gewinnen, und dann neues Equipment und nicht erst neues Equipment und dann versuchen, darüber Kunden zu gewinnen, weil das ist dann eher schlecht als recht. Mhm. Aber hast du eingereicht, ne? Für alle, die es nicht wissen, einmal im Monat Fotograf des Monats, da können wir den Fotografen des Monats, das heißt, alle Kunden von mir können ein Foto einreichen, dann schauen wir nach, okay, erstens passt es vielleicht zur Saison, wie wurde das Bild aufgenommen, gibt es qualitativ nicht nur, also sind meistens alle extrem qualitativ hochwertig, aber hier zum Beispiel nicht nur, dass man das Brautpaar extrem scharf sieht, schöne Emotionen rüberkommt, sondern auch hier dieser Effekt. Und da kannst du vielleicht mal kurz erzählen, wie erstens dieses Bild entstanden ist. Mhm. War das gestellt oder war das ganz normal Paar-Shooting, also Shooting bei der Hochzeit? Ne? Mhm. Also beim Paar-Shooting möchte ich eigentlich immer schon, dass das Brautpaar sich lange in die Augen schaut. Wenn das Brautpaar sich so 10, 20 Sekunden in die Augen schaut, dann fängt meistens schon einer an zu lächeln oder zu lachen, weil es dann natürlich auch ungewohnt ist, seinem Partner mal einfach mal ganz lange in die Augen zu schauen. Oder auch wenn das Brautpaar läuft und dann miteinander lacht und ein bisschen kommuniziert, vielleicht auch die Braut von hinten den Bräutigam die Augen zuhält. Also einfach so spielerisch im Brautpaar-Shooting das darstellen und dann kommen eigentlich die besten Fotos zustande. Und in dem Fall hier bei dem Foto sollten sie sich auch lange, sehr lange anschauen in die Augen und dann halt haben sie halt irgendwann angefangen zu lachen. Ne? Das ist so entstanden. Das mit den Blättern ist natürlich ein bisschen gestellt, weil der Trauzeuge war dabei und hat die Blätterhaufen vorgeworfen. Gute Idee. Und ich muss aber auch sagen, mit der Lichtstimmung war sehr, sehr gut an dem Tag. Ich überprüfe selber vorher immer mit der Lichtstimmung. Ich schaue mir in die Sonne und dann schaue ich mit den Armen so und dann sehe ich, wie die Sonnenstrahlen an der Hand lang gehen und dann kann man an manchen Stellen erkennen, wo bessere Lichtsituation oder eine bessere Lichtquelle ist. Und an dem Tag war die Lichtsituation sehr, sehr gut, auch zu dieser Zeit. Ja, ja, super. Ja, das mache ich tatsächlich auch. Wenn ich jetzt draußen fotografiere, dann schaue ich immer mehr auf die Handfläche. Ja. Und je nachdem, wo da die Sonne oder andere Lichtquellen sind, wird das Licht ja hier jetzt, vielleicht sieht man es an der Kamera, wird ja natürlich das Licht anders hier in der Hand. Und dann weiß ich, wo ich dann das Gesicht platziere, damit gut Licht ins Gesicht kommt oder dieses Rembrandt-Licht mit diesem Dreieck, was man natürlich gerne haben möchte, diesen Effekt natürlich dann hinbekommt. Aber so. Ja, da hat jeder so seine eigenen Techniken, ganz cool. Man muss natürlich immer darauf achten, dass diese harten Schatten nicht da sind, dass man halt schaut, dass die Sonne nicht so stark ist. Gerade in der Mittagszeit ist der Schatten sehr, sehr hart. Deswegen versuche ich eigentlich auch jedem Brautpaar zu erzählen, dass es halt am besten ist, immer wieder vormittags oder späten Nachmittag das Shooting zu starten. Ja, da kommt man viel, viel bessere. Gleiche Location, aber sieht einfach auch tausendmal alles komplett anders besser aus. Ne? Ja. Aber wohlverdient, mein Lieber. Deswegen hier dein Award, Fotograf des Monats. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne. Kannst du gerne einmal auspacken. Ja. Oh, sehr schwer. Du willst ja das mit dem Gimbal noch ein bisschen trainieren. Da kannst du schon mal damit. Ja, ja, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Sogar richtig geschrieben. Dankeschön. Ja, sehr, sehr gerne. Hoffentlich freust du dich. Ja. Und wie bist du eigentlich damals auf uns aufmerksam geworden? Ja, also dein
Buch, durch dein Buch eigentlich tatsächlich. Es ist über Facebook als Werbung gekommen, über Instagram und überall habe ich dann dein Buch gesehen. Und die Entscheidung, dich anzuschreiben, kam eigentlich von einer ganz anderen Stelle. Ich habe davor gerne das Buch Gesetze der Gewinner gelesen von Bodo Schäfer. Ah, cool. Und mir auch die YouTube-Videos von Bodo Schäfer angeschaut. Und er sagt selber in seinen Videos, dass man seine Glaubenssätze ändern sollte und auch mal hinterfragen sollte. Und neue Glaubenssätze quasi für sich implementieren. Genau. Und er hat auch tolle Geschichten eigentlich über eine Ente und über einen Adler. Und in der Ente geht es darum, dass ja viele Menschen immer nur quaken. Ja. Und der Adler ist aber jemand, der was tut, der handelt. Und ich möchte mich eigentlich auch dazu zählen, dass ich handle und nicht immer nur rede und ja, Mensch, es ist immer so schlecht alles in der Pflege, aber man kann ja was ändern. Man kann ja was an seinem Leben ändern. Man kann seine Glaubenssätze hinterfragen und neue Glaubenssätze reinsetzen und ja, und so kann man natürlich auch gucken, dass man sein Leben aktiv verändert. Das ist super. Ja. Also hast du erstmal das Buch gelesen, fand es schon mal mega. Was war so das Wichtigste, was du aus dem Buch so für dich erstmal mitgenommen hast? Ja, das war natürlich der eine Satz, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, die dich umgeben. Mhm. Das hat mich auch tatsächlich an Bodo Schäfer sehr viel erinnert. Und das hat mich erstmal so getriggert, dieser Satz. Natürlich auch die Sätze, dass man sich nicht unterkriegen lassen soll, auch wenn man mal eine Absage bekommt von einem Kunden, dass man halt weiter nach vorne schaut. Auch wenn man schlechte Kommentare bekommt unter seiner Werbeanzeige, dass man halt die ausblendet. Und natürlich, wie man Kundenakquise betreibt. Das ist halt der Hauptsinn des Buchs. Das ist sehr schön. Und dann sagst du, okay, jetzt haben wir schon so viel Input, aber jetzt muss auch was passieren, Handeln kommen. Und dann gehe ich mal zu dem Edmond und lass mich mal endlich mal ordentlich an die Hand nehmen. Ne? Ja. An welchem Standpunkt standst du vor der Zusammenarbeit? Ich stand eigentlich bei null. Ich stand eigentlich, ich habe plus minus null Ausgaben gehabt. Ich habe eigentlich mehr Ausgaben als Einnahmen gehabt. Ich habe viele Aufträge angenommen, wo ich sehr wenig bekommen habe, aber wo ich halt dadurch mein Portfolio aufbauen konnte. Und ich wollte aber natürlich irgendwann mal wirklich richtig ins Kleingewerbe. Und mit dem Kleingewerbe kann ich mich jetzt wirklich sicher positionieren und habe da halt auch eine Sicherheit, ja. Ja, du hast am Anfang ja, wie du vorhin gesagt hast, erstmal über eBay. Über eBay Kleinanzeigen habe ich vorher erst meine Anzeigen geschaltet. Da hatte ich natürlich auch viele Kunden bekommen und bin aber nicht von der Stelle gekommen. Also ich habe eigentlich mehr Minus gemacht. Ja. Leider. Ja, da sind natürlich diese Leute, die nur Price-Dumping, ne? Gerade auf eBay ist ja die Plattform, wo ja verhandelt wird. Ja. Alles irgendwie VOB, günstiger, ne, kannst du nicht noch günstiger machen und dann ne, der Effekt daraus natürlich, die empfehlen dich weiter, ne, haben natürlich diesen, wie wir es vorhin gerade schon gesagt haben, der Durchschnitt der 5 Menschen, die dich umgeben, die haben auch deren Leute, die genauso denken und handeln wie die, das heißt, wir damals, ich glaube, da warst du noch relativ günstig, ich glaube so 150 Euro oder sowas hast du erstmal gestartet, ne? Nein, ich habe 50 Euro die Stunde genommen. Ja, perfekt. Und dann kommt natürlich der andere, der Freund sagt, ja, hier, geh mal dahin, nur 50 Euro die Stunde, schreib dich an, ja, klingt super, aber ich bin gerade ein bisschen knapp bei Kasse. Können wir es nicht vielleicht 35 sogar machen? Und dann ist man natürlich am Anfang so verleitet. Und ich gebe euch noch einen USB-Stick dazu. Ja. Und ich gebe euch noch eine Fotoleinwand dazu. Und am besten, ihr kriegt dann alles noch zusätzlich. Und ja, war doch so, oder nicht? Ja. Das war schon, da muss man auf jeden Fall da schnell raus. Aber jetzt durch den neuen Kundenklientel, den du halt darüber gewinnst, die dich dann halt auch bereit sind, höhere Preise zu bezahlen und die dann nicht weiterempfehlen, ist natürlich dann so eine Aufwärtsspirale. Ja, durch die neuen Kunden, die ich jetzt durch dich bekommen habe, hat man auch mehr Möglichkeiten, eine bessere Location zu bekommen, weil die Kunden natürlich auch mehr Geld haben und können auch viel, viel höherwertige Locations besuchen. Und dadurch hat man auch wieder bessere Fotos. Und was mir aufgefallen ist, dass diese Kunden gar keine Beschwerden haben. Dass die Kunden sagen, ja Mensch, wir sind richtig zufrieden mit deiner Arbeit. Und das war damals beim eBay-Segment anders. Also du warst schon günstig damals und trotzdem haben die Leute sich noch beschwert. Und mit den neuen Kunden bin ich sehr, sehr zufrieden. Und die sind auch mit mir sehr zufrieden. Ich habe auch nur gute Bewertungen über Google bekommen und das freut mich sehr. Und auch das, was man wiederbekommt von den Kunden, das ist das, was mich immer wieder antreibt. Ja. Also das vielleicht zum Verständnis. Also wenn die Leute natürlich dann noch viel verdienen, die geben ja auch einen gewissen Wert raus. Mhm. Das heißt, die natürlich nicht so viel finanzielle Möglichkeit haben, die geben natürlich auch dementsprechend nicht so viel Wert raus und sind auch eher dann die Leute, die auch viel meckern und immer negativ eingestellt sind. Mhm. Und wenn die natürlich dann auf einen zugehen, dann kommt man halt in so einen Kreis, wo alle dann so denken. Das ist natürlich dann nicht so gut. Da müsste man auf jeden Fall
schnell raus. Was hast du noch so in der vor unserer Zusammenarbeit probiert, um Kunden zu gewinnen? Also wir hatten jetzt eBay, was hast du noch probiert? Ich habe natürlich vorher auch mit Google probiert und hat aber auch nicht funktioniert. Da habe ich, glaube ich, auch 200 Euro in den Wind geschossen und hat gar nichts funktioniert. Was habe ich noch? Natürlich Visitenkarten. Ich habe über 200 Visitenkarten ausgedruckt und ich habe genau 0 Aufträge bekommen. Ich habe so viele Visitenkarten verteilt an Locations, an Hochzeitspaare, an Gäste. Überall sind meine Visitenkarten, aber niemand, keine Anfrage. Ja, aber schön gestaltet wahrscheinlich. Erstmal ganz viel Zeit investiert für ein tolles Logo, tolles Design, Druck. Und jetzt habe ich hier 200 Stück drucken lassen und geil. Und guckt mir das mal an und zeigt. Ja, ich habe davor natürlich auch über meine alte Homepage, über Jimdo hatte ich meine alte Homepage aufgebaut. Darüber habe ich eigentlich auch keine Aufträge bekommen. Eigentlich erst mit der neuen Homepage, die ich mit dir zusammen aufgebaut habe. So muss das sein, ne? Konkreter Ablauf. Klar, viele hatten wir vorhin drüber auch gesprochen, viele Leute, die machen mehr so Schein als Sein. Eine tolle Webseite, sieht super aus, stehen Preise drauf, wo man denkt, oh, der nimmt so viel. Aber ob er überhaupt Kunden gewinnt und da überhaupt auch was bei rumkommt, ne, das ist eine ganz andere Sache. Und da sollte man sich nicht so viel blenden lassen, ne? Weil du hast ja relativ viele Fotografen gesehen, wo du gedacht hast, okay, krass, der nimmt so viel, der sieht so toll aus, aber weiß ja selber in der Realität, das ist ja meistens überhaupt gar nicht der Fall, ne? Ja, ich habe mir schon gedacht, wenn ich so Fotografen auf der Homepage sehe, dass die 1.500 Euro anbieten oder 2.000 Euro Pakete anbieten und dass sie dann so viele Kunden bekommen, dachte ich vorher. Und mir ist aber jetzt aufgefallen, dass es eine Homepage-Gestaltung viel, viel besser ist, wenn man Pakete ohne Preisgestaltung anbietet, damit man mit den Kunden das individuell besprechen kann und ein individuelles Angebot erstellen kann mit dem Kunden. Genau. Und dann sind die Leute natürlich auch nicht abgeschreckt, ne? Wenn jetzt zum Beispiel sehen, okay, für einen ist das vielleicht viel Geld, für den anderen ist vielleicht auch zu wenig Geld. Und wenn man aber mit denen spricht, kann man halt individuell besprechen, was genau für die passt. Na, man kann den Kunden halt auch direkt zeigen, was eigentlich in die Paketen drin ist. So haben die Kunden ja nicht so richtige Vorstellung. Wenn du jetzt sagst, ja, eine Fotoleinwand oder USB-Stick oder ein Fotoausdruck, die Kunden haben meistens die Vorstellung nicht, die visuelle Vorstellung. Und du kannst halt in den Kundengespräch direkt den Kunden zeigen, pass auf, das ist hier die Fotoleinwand, das ist der Fotoausdruck. Man kann dann, oder der besondere USB-Stick in der Holzbox, man kann halt dann den Kunden schon zeigen, was er bekommt für diesen Preis. Und da sind die meisten Kunden dann sehr begeistert auch. Das ist super. Da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Beratungsgespräch, da haben wir ja relativ viel bei dir optimiert. Wir haben ja dann auch begonnen, Werbung zu schalten. Weißt du, wann direkt die erste Eintragung reinkam? Ja, am ersten Tag. Ja, perfekt. Am ersten Tag, erste Eintragung. Wie hat sich das angefühlt für dich? Sehr, sehr gut. Ja. Endlich mal hier etwas, ein Schritt, der funktioniert, nicht nach irgendwie Hoffen, Glauben und so weiter. Weißt du, was im Schnitt eine Anfrage bei dir aktuell kostet? Ja, momentan 15 Euro. Genau. Und wie viel nimmst du aktuell für deine Hochzeiten, was noch ausbaufähig ist? Also ich nehme so 150 die Stunde. Ja. Genau. Wo kommst du dann so bei so einem Tagessatz so beim ungefähr raus? Tagessatz bin ich dann auch bei einer 8-Stunden-Hochzeit bei 1.000 Euro. So muss das sein. Also für den Beginn schon mal sehr, sehr gut. Klar, man muss erstmal wachsen. Wenn man jetzt sieht, man hat da irgendwie mit 50 Euro Stunden angefangen und das ist ja auch ein Prozess. Man muss ja auch sich selber diesen Wert eingestehen. Dafür stehen ja auch die Awards, ne, dass du langsam siehst, hey, meine Arbeit wird gewürdigt, ich kann diesen Preis abrufen und Leute sagen auch, hey, das ist super und man muss sich das selber auch so manchmal irgendwie erstmal eingestehen, ja, okay, ich bin es wert, das abzurufen, weil manchmal glaubt man es nicht, weil man hat ja keine Ausbildung gemacht, hat ja dafür nicht studiert, ich bin ja eigentlich Pfleger, warum sollten Leute jetzt so viel Geld bezahlen, so viel, in Anführungsstrichen. Naja, das eigene Mindset musste sich erstmal ändern. Ich habe mich selber ertappt, wie ich dann probiert habe, den Kunden den Preis runterzusetzen, zu sagen, ja, wir können es noch billiger machen, wir können es noch günstiger machen, das und das, also wo ich dann selber noch verhandelt habe, obwohl der Kunde gar nichts gesagt hat. Ich habe von mir aus gesagt, das kann doch nicht so teuer sein. Wir können auf 800 Euro runtergehen oder auf 600 Euro. Ne? Das ist dann das eigene Mindset, was sich halt auch verändert hat in der Laufe der Zeit mit dir, mit der Zusammenarbeit mit dir. Das ist sehr gut, weil klar, man denkt erstmal die Arbeitszeit, die reine Arbeitszeit und fotografieren tue ich ja sowieso gerne, ne? Warum dann so viel nehmen, aber die ganzen Jahre, ne? Seitdem du 16 bist, hast du dich ja damit beschäftigt, was du damit alles gelernt hast, das Equipment und dann natürlich die Arbeitskraft, dein Style, alles was da rauskommt, die Gespräche, die du mit den Leuten hast, das ist so viel wert,
Das sehen die meisten Leute gar nicht. Naja, was mir aufgefallen ist, dass ich, wir haben ja gemeinsam mal so eine Tabelle gemacht und mal berechnet, wie viele Arbeitsstunden dahinter hängen. Und bei so einem 8-Stunden-Auftrag, da sind das locker mal fast 30 Stunden Arbeitszeit. Also eine ganze Woche sitzt du schon dran an die Bilder bearbeiten, auch an die Vorgespräche, an das Treffen mit dem Brautpaar. Und das ist mir vorher nie so richtig bewusst geworden, dass ich so viel Arbeitszeit eigentlich reinstecke, weil es ja auch meine Leidenschaft, mein Hobby ist. Aber wenn man es natürlich wirklich ernsthaft betreiben möchte und es auch beruflich fortsetzen möchte, dann sollte man auch die Preise auch so kalkulieren. Ja, und die Inhalte von mir sind eigentlich nur so für den eigenen Kopf. Aber das hast du eigentlich auch ganz gut umgewandelt und du zeigst das sogar in dem Beratungsgespräch mit den Leuten. Ne? Wie nehmen die das auf? Positiv, sehr, sehr positiv. Also sind sehr begeistert. Und bis jetzt habe ich 100% Abschlussquote, kann man so sagen, ja. Sehr gut, weil die das auch dann direkt selber sehen können, nachvollziehen können und passt perfekt. Ne? Wie viele Beratungsgespräche hast du aktuell schon gehabt? Mittlerweile sind seit deiner Zusammenarbeit sind es jetzt schon über 15 Beratungsgespräche. Ja. Und alle abgeschlossen? Ne? Alle abgeschlossen, so muss das sein. Freut mich auf jeden Fall. Weiter so, fleißige Gas geben, gerade auch Paul, der macht ja auch das nicht hauptberuflich oder hat nicht so viel Zeit mit seinem Hauptjob, mit Frau, mit anstehendem Kind und so weiter. Das ist ja, aber die Werbung, die schalten wir natürlich erst seit 2 Monaten. Seit 1 Monat. Die Werbung schalte ich seit 1 Monat und seit 1 Monat 15 Aufträge. Und davor haben wir erstmal eine Struktur aufgebaut. Wir mussten die Homepage erstmal strukturieren. Wir mussten erstmal einen Arbeitsablauf, Arbeitsprozesse strukturieren. Und das hat erstmal viel Zeit gekostet, erstmal das zu intensivieren. Und die Werbung schalte ich 1 Monat und seitdem 15 Aufträge. Sehr gut. Was ist in Summe dabei rausgekommen? Ja, das waren jetzt um die 8.000 oder 9.000, ja. Ja, perfekt. Und weißt du, wie viel insgesamt du in Werbung ausgegeben hast? 200, 300. Ja, 62 Euro. Also ein Return on Investment auf jeden Fall. Also da würde dir jeder Investor, da würde dir Bodo Schäfer, glaube ich, die Füße küssen und sagen, okay, du hast mit 62 Euro so viel Geld rausbekommen, du bist der Investmentkönig. Ja. Also stark, machen wir genauso weiter. Und da haben wir auch einen Call vorletzte Woche gehabt, da kann ich mich noch ganz genau erinnern, dass du gesagt hast, Edmund, ich bin so deprimiert, ich habe 2, 3 Leads hier nicht erreicht und mir geht's so schlecht, ganze Woche nachgedacht. Ja. Was ist da genau passiert? Ja, drei Leads waren 3 Kunden, die sich bei mir eingetragen haben und ich hatte natürlich probiert, die Kunden zu erreichen, telefonisch, sind nicht rangegangen. Ich habe sie auch über E-Mail probiert zu erreichen, über SMS. Ich habe eigentlich die ganze Woche lang oder sogar 2 Wochen lang probiert, diese 3 Kunden zu erreichen. Ja, und dann hat mir Edmund gesagt, ja, man sollte sich nicht darauf konzentrieren, auf 3 Kunden, die es vielleicht dann, ja, sich anders entschieden haben, dann lieber auf die neuen Kunden, auf die neuen Leads, die man dann erstellt hat, und da mehr die Zeit in positive Energie umzuwandeln. Ja, genau, weil wenn du überlegst, okay, jetzt 3 Leads, ich will für die haben oder ich will die kontaktieren, ja, du hast 62 Euro rausgegeben, über 9.000 Euro rausbekommen, du hast kein Problem. So, du hast kein Problem, jetzt irgendwie 3 Tage oder eine Woche schlechte Laune zu haben, wobei du extrem große Fortschritte machst und du wächst ja extrem schnell für jemanden, der ja erstmal sozusagen am Aufbau des Berufs ist und erstmal da reinsteigen muss. Ne? Also da brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Erstens sozusagen, die Leute haben sich sowieso bei dir eingetragen, sie wollten ja deine Hilfe haben. Ja. Du kannst es denen nur anbieten, wenn es halt die Leute nicht annehmen wollen. Dann ist es halt leider so. Der Nächste trägt sich heute wieder ein. Ja, also es hat sich ja auch vom Arbeiten her, vom Arbeitsablauf viel, viel verändert bei mir. Die Arbeitsprozesse haben sich optimiert mit deiner Zusammenarbeit, dass man jetzt sagen kann, dass man viele Aufträge auch innerhalb von einem Tag wirklich schnell abwickeln kann. Das klappt sehr, sehr gut und auch die Arbeitsprozesse vor Ort haben sich verändert. Ich habe mir jetzt so ein Kameragurt besorgt, wo ich dann auch 2 Kameras an meiner Seite habe, wo ich dann halt auch mit verschiedenen Objektiven im gleichen Moment das Foto schießen kann. Was sich generell ist dann auch der Mindset anders, hat sich entwickelt durch deine Zusammenarbeit, weil man dann auch neue Ideen hat, neue Prozesse sich entwickeln. Ja. Das ist super. Und du bist ja knapp an der goldenen Kamera vorbei, noch nicht ganz. Nächstes Mal beim nächsten Interview, bleibt dran, dann seht ihr es beim lieben Paul, aber kommen wir erstmal dazwischen zur silbernen Kamera. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Gerne auch auspacken. Jo. Die ist ein bisschen schwerer dann noch. Ja. Die goldene wird dann noch schwerer. Super. Sehr schön. Wunderbar. Dann hast du bald alle 3. Ist ja nicht mehr weit dahin. So.
Und dann natürlich dementsprechend wachsen wir auch sehr schnell, neue Ideen kommen rein. Man soll auch sich optimieren, neue Ideen haben. Das Wichtigste ist aber immer wieder höchstes Gebot auf den Edmund zu hören. Ne, hast du selber schon gemerkt. Weil, du hast letztens eine eigene Strategie probiert, wovon ich dir abgeraten habe. Und was ist passiert, mein lieber Paul? Ich habe nur Leads bekommen. Ich habe keine Eintragung bekommen. Mein Mindset in meinem Kopf war, für mich dachte ich, wenn ich Werbung nur mit meiner Homepage schalte, dass die Leute auf meine Homepage raufgehen und sagen, wow, was für eine tolle Homepage. Und jetzt, das waren, glaube ich, 29 Leute haben raufgeklickt auf die Homepage. Und nichts passiert. Und nicht einer hat sich eingetragen. Und das war dann, ja, ein bisschen niederschmetternd. Es sind ja immer Auf und Abs. Und beim nächsten Mal will ich dann doch lieber auf dich hören, weil ich gemerkt habe, ich habe halt so meine eigenen Initiativen. Man hat ja auch seinen eigenen Kopf. Hat ja jeder Fotograf. Ist auch manchmal ein bisschen stur. Ja, will auch mal selber was ausprobieren. Und ja, aber dann ist halt so, dann hat man halt mal so 40 Euro aus dem Fenster geschmissen. War halt so. Heiko, der letzte Woche hier war, ne, der hat genau dieselbe Idee. Von daher, Heiko, schau dir das Video an und mach einfach das, was im Programm ist, wird wunderbar. Natürlich ist es auch so aufgebaut, dass man neue Ideen hat und gerade als Fotograf, Filmmacher ist man ja auch kreativ, will viel ausprobieren und ich will ja alle Werkzeuge an die Hand geben, dass man später auch in der Lage ist, neue Ideen zu entwickeln und auszuprobieren. Das Ding ist aber nur, wenn man mich dann fragt und ich sage, nein, mach das nicht, das ist schon getestet, tu das nicht, dann einfach nicht machen. Ne? Mhm. Also ich habe ja schon mit über 300 Fotografen zu diesem aktuellen Zeitpunkt, wird ja immer mehr, aktuell gearbeitet, 40 in der aktiven Beratung. Jetzt, das heißt, ich habe jeden Tag ja mit 40 Fotografen und Videografen Kontakt aus jedem verschiedenen Bereich. Ne? Sei es Hochzeit, Paar-Shooting, Landschaft, Tierfotografie, Magazine, egal was. Und wir machen ja stetig irgendwelche Tests, nicht nur bei mir, sondern bei allen. Das heißt, ich kriege ja jeden Tag so viele Informationen, was funktioniert nicht im Markt. Und wenn du jetzt eine Idee hast, dann bist du halt eine Person, die glaubt, okay, ich teste jetzt diese eine Sache, mal gucken, was funktioniert. Diese Information, dass es aber nicht klappt, die habe ich ja schon bekommen. Ja. Nicht nur einmal bei mir, sondern 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal. Und dann braucht man das gar nicht erst probieren, weil das ist dann nur A, verschwendete Zeit, und B, natürlich verschwendet Geld. Aber was noch schlimmer ist, es demotiviert ja einen. Weil man probiert etwas aus, was ja dann nicht klappt. Und das demotiviert einen. Und das ist halt niemals gut. Dann lieber entweder nochmal was probieren, was ich dann, wo ich sage, hey, probier das mal, das funktioniert. Ich kann ja, weil wir ja schon so viele Daten haben, einfach eins zu eins die Sachen geben, stell das so ein, funktioniert wunderbar. Oder eine ganz neue Strategie probieren, wo man sagen kann, okay, wir probieren mal was ganz Neues aus, mal gucken, da habe ich Bock drauf. Aber niemals Sachen machen, wo ein Nein davor steht. Ganz, ganz wichtig. Ja, also aus Erfahrung lernt man. Ich wollte es halt selber mit eigenen Augen sehen. Jetzt habe ich es gesehen. Ich habe es dir gesagt. Ich habe dir im Gespräch gesagt, probier es aus, das wird dich fokussieren. Aber wenn du willst, mach es gerne. Und ich habe es gemacht. Ja. Leider nicht, war nicht erfolgreich. Na gut. Jetzt weißt du die Erfahrung. Weiter geht's. Manchmal musst du wie mit der Herdplatte. Manchmal muss man einfach mal drauffassen. Ja. Dann weiß man, okay, ist heiß, nicht mehr draufpacken. Aber das Werbeschaltung ist ja nur ein Bereich, wie du schon gesagt hast. Sehr, sehr viele feste Strukturen haben wir eingebaut. Genau. Mhm. Punkt Nummer eins, erstmal natürlich richtige Kaufverträge. Ja. Wie hast du vorher deine Kaufverträge gemacht? Eigentlich gar nicht. Gar nicht. Ich hatte durch WhatsApp einfach, ja, geht so, alles klar, super, machen wir. Also ich habe dann überhaupt gar keinen Kaufvertrag gehabt und habe mich mehr auf das verlassen, dass man mit dem Kunden dann per Du das so abgesprochen hat, eine E-Mail-Bestätigung per E-Mail und das war's. Aber dass man einen richtigen Kaufvertrag abgeschlossen hat, auch mit Anzahlung, habe ich gar nicht gehabt, nee. Das ist natürlich extrem schlecht. Zum einen natürlich, ich höre mir auch einige Gespräche an und dann hast du hier, hey Edmund, abgeschlossen, voll toll und sowas, fällt dir mal das Gespräch an, ist richtig gut gelaufen, ich höre mir das an und ich dachte so, ich falle vom Glauben ab. So der sagt, ja, ich will das machen, alles passt, ja okay, super, wir sehen uns dann auf der Hochzeit, ciao. Kein Kaufvertragsbestätigung, kein Angebot bestätigt, keine Videoaufzeichnung unterschrieben, egal was, irgendwas Handfestes. Ja. Gar nichts, nur einfach, jo, wir machen das, wir sehen uns dann, ciao. Ja, das war noch am Anfang unserer Zusammenarbeit und das hat mich, ein bisschen, ich war da ein bisschen unbekümmert in dem Falle, weil ich es noch nie erlebt habe, dass jetzt ein Kunde
meinen Auftrag abgesagt hat, was ich natürlich schon sehr oft gehört habe, dass Kunden natürlich, wenn kein Kaufvertrag da ist, können sie jederzeit sich einen neuen Fotografen suchen oder können einfach sagen, ja, die Hochzeit ist abgesagt und ja, da stehst du auf einmal da. Ja. Dann hast du eigentlich null. Das ist natürlich ein anderes Thema, man kann da halt auch mit denen sprechen oder was anderes nochmal vereinbaren oder so, aber es geht generell darum erstmal, wenn du das hauptberuflich machen willst, dass dein Hauptjob sein soll, du deine Frau, deine Familie, deine Kinder damit versorgen willst langfristig, dann kann man halt nicht auf nur so mündlicher Zusage irgendwie sein Geschäft aufbauen. Man muss schon ein Geschäft aufbauen, was Substanz hat und man später, wenn irgendwas auch sein sollte, seine Familie auch gut durchbringen kann. Da gehört richtige Kaufverträge halt einfach dazu. Ne? Und die habe ich ja jetzt. Die hast du ja jetzt, endlich. Ja. Sehr gut. Und hast du natürlich auch jetzt ein besseres Gefühl, oder nicht? Auf alle Fälle ist es sicherer. Weil jetzt weiß ich auch, wenn ich jetzt Aufträge für 2023 habe, weiß ich, diese Aufträge sind sicher. Ja. Dann ich weiß, das Geld ist sicher, der Auftrag ist sicher und das Brautpaar, ich werde auf alle Fälle beim Brautpaar auf der Hochzeit sein. Ja. Ja. Und es ist auch ein professionelles Gefühl für den Kunden, ne? Ja. Einen richtigen Kaufvertrag, was richtig in der Hand zu haben, zu sehen, was ist überhaupt die Leistung, mal nachzulesen, wenn irgendwas ist. Die können das ja auch vielleicht gegebenenfalls irgendwo was absetzen, steuerlich gesehen oder pipapo. Ja. Das heißt, es hat ja für alle Seiten nur Vorteile, das richtig aufzusetzen. Auch mit der Rechnung schreiben, das ist ja natürlich auch viel, viel professioneller, als wenn man vorher bei eBay so mündlich, ja, machen wir so, kannst du mir 150, 100 Euro auf die Hand drücken. Das ist natürlich nicht mehr so wie früher. Ja. Und ich will jetzt auch sehr professionell angehen. Und da ist die Hilfe, die ich von dir bekomme, ist da genau Gold wert. Und wie man auch sagt, dass man sollte sich immer an Menschen halten, die da sind, wo man hin will. Ja? Und du bist jetzt an der Stelle, wo ich auch hin möchte irgendwann. Ja. Das ist auch super. Und wann kam eigentlich so der Punkt, wo du gesagt hast, ja, jetzt nehme ich Schäfer an. Also du hast ja dieses Buch von Bodo Schäfer gelesen, hast mein Buch gelesen. Theoretisch hättest du dir noch ein Buch holen können und dich noch weiter berieseln lassen. Warum kam denn der Punkt, wo du sagst, okay, jetzt gehe ich aber aktiv in eine Zusammenarbeit? Ja, es gibt ja sehr viele Lebenshilfebücher. Ja, aber das Wichtigste ist ja, dass man an seinem Leben, wenn man unzufrieden mit seinem Leben ist oder wenn man sagt, ich möchte mein Leben verändern, dass man dann halt auch den Schritt wagt und den Schritt eingeht. Selbst wenn es nicht funktioniert hätte, hätte man aber die Erfahrung gehabt und hätte man dann halt gesagt, gut, ich habe es probiert. Aber wie soll man im Nachhinein sagen, wenn man es nicht probiert, kann man auch nicht sagen, dass man, ja. Ja, also man muss es einfach mal den Schritt wagen. Und das kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen, dass er mit dir den Schritt wagen soll und einfach mal die 3 Monate austesten kann. Gab es bei dir so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, jetzt muss ich was verändern, jetzt will ich was verändern? Ja, der Schlüsselpunkt ist dann quasi, dass ich jetzt ein Baby bekomme, dass ich Vater werde und dass ich eine kleine Familie habe und ich möchte mehr Zeit für meine Familie haben. Ich möchte ausgeglichener sein. Ich möchte nicht mehr so überarbeitet sein. Ich möchte auch meiner Familie was bieten können. Und das ist genau der Punkt, dass ich jetzt Vater werde. Ja. Das ist doch super, wenn wir da ordentlich was aufbauen. Und wem würdest du so generell so eine Zusammenarbeit mit uns empfehlen? Eigentlich jeden, der in der Fotografie tätig ist. Ob nun jetzt Anfänger, die jetzt vielleicht ihre erste Kamera geschenkt bekommen haben oder auch Profis, die vielleicht keine Aufträge bekommen. Jeden würde ich das empfehlen, mit dir zusammenzuarbeiten. Ja. Das ist schön. Was ist denn für dich so das Wichtigste, was du aus der Zusammenarbeit mitgenommen hast, wenn du jetzt nur eine Sache nennen dürftest? Das Wichtigste, eine Kundenakquise. Also eindeutig, dass ich Kunden gewinne, dass ich Kunden bekomme und dass ich endlich mal meine Kameras einsetzen kann. Nicht, dass die da rumverstauben da zu Hause. Ich möchte sie auch nutzen. Und ich auf Hochzeiten, das ist einfach so ein tolles Gefühl, auf Hochzeit zu sein. Und das möchte ich auch weiterhin haben, dieses Gefühl. Das ist super. Mit den Brautpaaren das zu geben, diese einzigartigen Momente. Und ich in der Altenpflege sehe ja, dass die Rentner, die Patienten, dass sie alle ein Bildchen bei sich auf dem Nachttisch zu stehen haben, wo sie als Brautpaar noch von damals dastehen. Und dass auch die Kinder und die Verwandtschaft sich die Bilder anschauen von der Hochzeitsfotografie. Also werden meine Bilder von so vielen Menschen angeschaut. Und das ist ein schönes Gefühl, einfach das weiterzugeben.
Ja, ja. Die sind auch alle richtig froh. Das sieht man auch in den Beratungsgesprächen bei dir. Wenn dir dann das neue Set bei dir auch mit den Bildern im Hintergrund, die sind alle auch mega happy. Ja. Und wenn du auch denen zeigst, wie die Bilder dann aussehen später, die sind ja aus den Socken, ne? Teilweise. Ja. Die Bewertungen sind alle 5 Sterne und alle freuen sich, sind riesig, sind so begeistert auch von den Fotos und viele sind... die Erwartungen sind übertroffen bei vielen und viele wünschen sich auch zukünftig eine Zusammenarbeit mit mir. Also da freue ich mich schon drauf. Ja. Das wird eine tolle Zukunft. Da werden wir noch einiges rocken. Ja. Seht ihr nächstes Mal, wenn er die goldene Kamera dann hier abholt, wenn wir jetzt, sag ich mal, eine Zusammenarbeit mit dir starten will, sei es jetzt darum, vielleicht noch einen zusätzlichen Fotografen vielleicht für größere Sachen oder vielleicht jemand, schaut ihr gerade zu, der auch bald heiratet, weil auch Fotografen, Videografen, die meinen Kanal gucken, die heiraten ja auch, brauchen wir auch einen Fotografen, kann ja nicht selber auf der Hochzeit fotografieren. Wie kann man dich erreichen, um mit dir Kontakt aufzunehmen? Ja, also ganz einfach, entweder über Instagram oder Facebook, Paul Harvard. Oder man googelt mich einfach, Hochzeitsfotograf Paul Harvard, Berlin. Und da findet man mich. Super. Und wenn du natürlich auch diese Ergebnisse wie Paul haben willst, dann trag dich gerne ein unter unserer Webseite www.edmund-rietzel.de. Freuen uns sehr, von dir zu hören. Und ja, vielen Dank, Paul, dass du gekommen bist. Ja, danke. Danke, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne.